Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück hier, wieder bei Uncharted, zusammen mit Nathan und Sam befinden wir uns jetzt hier drinnen in Libertaria, aber haben wir irgend so einen komischen Raum gefunden, wo aber auch keine Schätze drin sind, aber ich denke mal, das soll es noch nicht gewesen sein. Schauen wir weiter. So, wenn wir überhaupt mal einen Überblick schaffen will. Ja, kann auf jeden Fall von Schrank zu Schrank hüpfen, das hat bestimmt was zu bedeuten. Wo er die auch hochklettern kann, ne? Da fehlt der Kopf von der Statue. Das kann ich nicht hoch, ja. Okay, oh, guck mal da. Da sind auf jeden Fall die Gemälde durchgeschritzt. Hier. Leer. Nix. Denk mal, ist alles leer hier. Ich glaube nicht, dass wir den Schatz finden, großartig. Dieb. Was immer hier passiert ist, man möchte nicht dabei gewesen sein. Nichts. Einfach mal in so eine Schublade gucken. Vielleicht ist da noch was drin. Nö, leider nicht. Ja, mal in die Schublade gucken. Was ist das? Ein Zettel. Altes Manifest. Viele Schätze. Manifest des guten Schiffes Destiny aus dem Wege nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen Silber Mogul. Treugewicht. 9.000 Münzen Silber, okay. 14.000 Münzen. Ja, Skulptur. Okay, steht ganz schön viel drauf. Mal sehen. Was das weiterbringt? Ich weiß nicht. Im Moment. Oh, warte, hier. Noch ein Zettel. Ich habe was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Gründer Albasta behauptet, dass dieser Juwelbesitzer durch Großmogul Augen persönlich gehörte. Falls das wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Perlenelefant, ein grandioses. Ich bin versucht, es selbst anzustecken. Die Details des gedruckten Waren sind von allerfeinster Qualität. Die Mogule hatten ein Talent für die Jadearbeit. Okay. Die hatten auf jeden Fall coole Sachen hier anscheinend. Hier ist der Kopf vom Typen. Captain Avery. Den sie abgehauen haben. Sahst auch schon mal besser aus. Von der Statue da oben. Da ist noch eine Kiste. Also wir finden, glaube ich, nichts hier außer... Das war der Trigger, um... Okay. Ja, Alter, ich kann nicht mal durchlaufen. Das ist denn für ein schlechter Scherz. Wo bist du denn, Sven? Nate, sieh dir das an. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel.
weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Langsam muss man noch mal durch sein mit der Schatzjagd, oder? Da hat man auch gar keinen Bock mehr drauf. Also ich hätte auch keinen Bock mehr drauf langsam. Also, wie kommen wir da hoch? Gute Frage, gute Frage. Die Tür wollen wir nicht wieder reingehen. Okay, warte. Es gab hier irgendwo einen Weg, wo wir hochgekommen sind. Oh nein. Mhm. Das hatte ich euer Ernst. Ich bin gerade da hochgekommen. Okay. Ja. Okay, er hat was gefunden. Und dann schieben wir. Okay, bereit? Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Und dann schwingen wir uns da ran. Wo soll ich mich hinschwingen? Ah, ich soll bestimmt da hoch, ne? Wo soll ich hin? Guck mal. Darüber müssen wir ja irgendwie, aber ich kann ja nicht darüber schwingen, oder? Ne, schaffe ich nicht. Da auch nicht. Da ist geil, Streetwood wieder. Habt ihr ihn gesehen? Hier? Eigentlich ziemlich lustig. Das war dumm. Das war doch dumm. Aber ist die Frage, wo ich hin muss, ne? Muss ich kurz orientieren. Oder kann ich da hoch? Mich hochziehen. Hm. Weiß ich, ob ich da zu Avery hin soll? Ne, da komme ich nicht hin. Dann wahrscheinlich doch eher in diese Richtung, da. Aber wo kann ich ihn da festhalten, ist die Frage. Oder an die Kette da vielleicht. Versuchen wir mal. So. Okay. Ja, okay, da müssen wir ran. Dann ans Bild ran, ne? Okay. Oh, gut. Verzeihung. Sorry, Condent. Baldridge. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? So, jetzt den Turm hoch. Hier vielleicht. Hinein. Okay, dann mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, hey, oh, hey. Sag sowas nicht. Scheiß nicht. Ja, gut, wollte ich auch gerade sagen. Sag sowas nicht. Wir haben es noch nie geschafft, irgendwo hinzukommen, wo man nicht... wo man nichts gefunden hat. Zu früh gefreut. Ich hab's ja gesagt. Rüber. Oder hoch. Oder runter. Hier nicht, dann müssen wir hier irgendwo hochkommen. Warte mal. Siehst du den Turm? Klar. Wo müssen wir links? Hier links? Okay. Ja, okay, ich kann nur noch... Oh! Ich geh jetzt mal hoch. Jetzt? Bin ja falsch, glaube ich. Bei der Kleine kann ich ja nicht. Ist die Frage, runter oder rechts? Vielleicht muss man auch rechts rum. Ja, da am Gitter hoch wahrscheinlich, ne?
Hey, okay. Sam. Ja? Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was da? Ganz schön aufgeregt. So, komm her, helfen wir. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Na los, fertig? Fertig. Die beiden, Alter. Na gut, ich hab hier was. Vorsicht. Oh. Oh Gott, na los. Hier liegen ganz viele Truhen und Kisten, aber da guckt keiner rein, ne? Da könnte der Schatz nicht drin liegen oder so. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Wie kommen wir da hin? Also. Hey, ist da unten ein Weg? Sozusagen. Los! Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs sind. Wow! Nathan! Panzerfaust! Ja, Scheiße! Was gab's? Bist du okay? Ja! Komm schon! Pass auf, weg da! Was? Hier unten! Komme! Wo bist du? Ich bin hier schon! Oh. Das hab ich nicht gesehen. Auch ein bisschen dumm. Wo bist du? Ich bin hier unten! Komm schon! Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Endlich! Wie kommst du denn darauf? Hier runter! Schnell! Nicht warten! Geh! Oh! Alter Schwede! Nathan! Nathan! Das tat weh! Das tat weh! Steh auf! Wir müssen weg! Ja, wir müssen weg! Steh! Sam! Komm schon! Hier oben! Kletter das Seil hier! Oh, shit! Unmöglich. Überleg dich das mal. Danke. So geil, dass ich sage, fast unmöglich, ne? Natürlich, komplett unmöglich. Nein, darüber schwimmen wollte ich mal. Eins. Zwei. Mach ich nach oben, okay. Nehmen wir links. Mal hier links wahrscheinlich. Oh! Fuck!
Oh, wie ist der sie, ey? Die nervt mich auch langsam. Okay, halt, halt! Oh, jetzt hey, Nadine, schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango! Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ah, wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich den Haldim einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Okay, zwei gegen einen. Kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Okay. Bin gespannt. Gott, verdammt. Sag mal. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihm. Oh nein, das wird nichts. Alter, die ist knüppelhart. Kannst gar nicht machen hier. Können wir vielleicht einfach darum... Hey, nein! Warum schmeißt du mich immer aus dem Fenster raus? Das ist aber zu witzig, oder? Kanone. Oh oh, sie kommt von rechts. Sie sind schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter! Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut! Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann! Du hast uns noch in der Hand, entspann dich! Ja, typ, komm schon, Barry du bist Burton. Geschäftsmann, lass uns ein Deal Barry machen. Burton. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt! Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen. Für mich.
Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar. Er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Was für ein Arsch. Oh, Sam. Oh, Himmel, nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Shit, das tat bestimmt weh. Oh mein Gott. Nate. Hey, Nate. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Wieder cool, ne? Also ein coole Hin- und Hergespringe in Zeit und Gegenwart und da wären wir. Vergangenheit und Gegenwart. Oh. Drake würde. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Find mir mal einen Weg. Und danach kommt die Führung. So. Dann gehen wir da bestimmt rein. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Ich geh aber durch die Tür. Wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Ja, das stimmt. Wie meinst du denn? Den Kletterweg. Kleine Kletterpassage. Schatz gibt's hier überall. Hier gibt's irgendwann nicht weiter. Na, guck mal, er ist da hinten schon längst gegangen. Huch, kann er nicht rüber? Okay, bin ich gewundert. Er hat was gefunden hier. Okay, gehen wir hinten rum, ja? Wo sonst? Hey Nathan, da! Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand.
Sehr gut. Das Fenster wurde recht gut gemacht. Schaust du? Komm, Nathan. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Wurde sie denn gerade rausgeholt aus einer Hosentasche? Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Okay, gucken wir mal. Hier drin ist nichts. Nee. Ah, da liegt was. Mein Name ist Kenshiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventures Lodge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde die Anerkennung und Respekt für Gleister aber sollte nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Blablabla, bitte entschuldigen Sie die dreistes Anliegen, aber ich werde noch nur für einen Monat in der Stadt sein. Ich wohne derzeit im Lennox, falls Sie mich wieder... Okay. Ich finde hier nichts mehr. Da ist bestimmt was drin. Nein. Ausrüstung. Ein Dach ist es nicht. Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Dann gehen wir hinten durch die Tür und gehen mal ins Haus. Nach unten. Hm? Ah, hat einen Weg gefunden. Und wie finden wir sie? Was? Haben's Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Na bitte. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Weiter. Hey Sam? Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Genug Leute jetzt machen wahrscheinlich. Ach, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Was zum Teufel? Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sarkophagi ist auch geil. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Das ist römisch. 3., vielleicht 4. Jahrhundert. Nur alles Wurzeln, wenn so ein kleinen. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Irgendwie Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. Genau. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Gut möglich. Wir irgendwas finden. Da, mal Kiste, mal reingucken.
Hier das wird es auch nicht sein. Sieht genauso aus. Da wird es nicht sein. Nein. Ich glaube, es ist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Wir haben eingebrochen. Hier muss man auch kurz den Kopf behalten, ne? Steht da. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Und los! Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Hm, na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Hm. Hey, sieh mal. Abel Caesar. Fruchtbarkeitstotems. Wow, dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Keine Kunst. Die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Zumindest haben die Spaß hier, die beiden Jungs. Das Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Da. Steinschlossbüchsen. Kiste. Ob die noch funktionieren? Wow, Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Eine Turnierrüstung. Französisch. Das ist schon ein großes Haus hier. Muss man einfach mal sagen. Samurai. Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Kennt ihr aber aus, ne? Oder liegt da irgendwas ein Brief? Ist das ein Brief? Erlauben Sie uns, was davon nein, übrig ist. Ich kann Ihnen wieder gut verstehen, schließlich haben Sie... Jemand wollte Ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchten sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Oh. Cool. Etwas Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Ich gehe mal nach oben. Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Okay, irgendwo gibt es bestimmt hier einen Geheimweg, wollte ich gerade sagen. Wenn hier reinkommt, tut man da bestimmt irgendwie. Aber das war wie. Ah, ein Lüftungsschacht. Warte mal, wenn man. Den kann man doch bestimmt hier irgendwo links klettern. Der Lüftungsschacht, da oben. Mal
Okay, dann müsste ich hier längs oder da längs? Irgendwo geht man da auf jeden Fall längs klettern. Warte mal. Hier. Schieb mal. Ups. Was ist das? Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Lustig. Lustig. Gut. So, jetzt geht's weiter. Ab hier hoch und jetzt gibt's nämlich einen ganz coolen Partie. Okay. Hier oben. Achso, das ist unten längs. Ne, wo? Passiert. Der auch? Ne. Rüber. Schön an diesem. So. Aufmachen, das ist scheiße. Ist das ein Feuermelder oder ein. Weiß man nicht, ne? So. Geht's nicht weiter, okay. Zurück. Mal hier weiter, ne? Ah, komm, da geht's weiter. In guten Filmen gibt's immer Lüftungsschächte, wo irgendwelche diebischen Leute durchklettern. Okay. Okay. Bin drin. Für die Tür öffne? Codein, ah, das ist hier. Ein Haufen Schmerzmittel? Genau, Schmerzmittel. Von hier ist sie auch verriegelt. Wie man noch da einen Schlüssel ist. Hm. Jemand war auf jeden Fall ziemlich krank hier. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben musste. Ich hatte gehofft, mein Standort wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontakte eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz, vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendeine Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben gesucht hast. Aber kontaktiere mich und meine Familie nie wieder. Edmund. Hm. Echt traurig. Oh, wo ist denn hier ein Schlüssel? Irgendwas. Liegt auch ein Schlüssel. Jetzt ist die Frage. Ist ja nur die Frage, warum ist der Schlüssel hier, wenn die Tür abgeschlossen? Naja. Macht nicht so viel Sinn, oder? Was? Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Wie kommen wir da rein, ist die Frage. Ah, der gleiche Schlüssel. Ne? Praktisch. Wow. Ah, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Jetzt mal hier die Kiste unten. Wow. Sam. Hast du da was?
Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Wow. Avery. Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Hm. War das? Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Oh, oh. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Das Gute ist, dass sie raucht. Ich glaube nicht. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt. Bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß, vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat.
Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt hereingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus. Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Sag Clara. Alles okay? Heilige Scheiße. Hey! Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Sam? Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Scheiße. Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Beeilung. Warte. Oh, wie gut Kletterer sind, ne? Hey, sehen Sie was unten nach? Hier ist nichts. Hoch da. Vorsicht. Ich hab noch nichts von drin gehört. Nein, darüber. Oh, was macht er denn da? Sam, ich hab dich. Spring einfach. So. Was jetzt? Der Schornstein. Komm schon. Ich komme. Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Nathan! Ist okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Jelan! Hier werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener und ein Kind. Stehen bleiben! Verdammt! Hände über den Kopf! Stopp, da hinten! Lauf! Ja. Da sind sie! Okay, danke schön, Bruder Herz. Los! Rufen Sie Verstärkung! Hab ich schon! Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Fertig! Ach, Mist! Wie die Polizeiwagen hier hingekommen sind. Oder? Mein. Lauf! Ah, Mist! Sie hauen ab! Los, der Müllcontainer! Okay. Geht das Ding auch an? Los, halt dich fest! Da haben wir noch mit Glück gehabt. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Oh, schon krass. So hat man uns angefangen. Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine die Frau, die... Die ist gestorben. Die war... alt und krank. Krank.
Nein, es ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier, ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Okay, so kam er zum Namen. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber man merkt, dass sie mich gesucht hat. Das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Sully. Oh, na klar. Sully, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine,
Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. In guten und in schlechten Tagen. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Ja. Das machen wir aber heute nicht mehr. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.